Heute vor 129 Jahren wurde Kapitän zur See Ernst Lindemann, der erste und einzige Kommandant des Schlachtschiffs Bismarck, geboren. Mit der folgenden Episode wollen wir an den Seeoffizier erinnern. Am 5. Mai 1941 besuchte Adolf Hitler in Gotenhafen das Schlachtschiff Bismarck. Nach dem Mittagessen in der Offiziersmesse sprach Hitler über die Haltung der USA und führte aus, dass er deren Eintritt in den Krieg für ausgeschlossen halte. Er begründete dies mit den seither unbezahlten Schulden der damaligen Verbündeten aus dem Ersten Weltkrieg. Eine erneute Opferung amerikanischer Soldaten in Europa schloss er aus. Mit dieser Ansicht war Kapitän zur See Ernst Lindemann nicht einverstanden. Er wollte einen Kriegseintritt der USA keineswegs ausschließen und widersprach damit Hitler in Anwesenheit von Generalfeldmarschall Keitel und dem Flottenchef Admiral Lütjens. Ernst Lindemann ging wenige Wochen später am 27. Mai 1941 nach hartem Kampf gegen überlegene britische See- und Luftstreitkräfte freiwillig mit seinem Schiff im Nordatlantik unter.